gerade sein. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier mitten aus dem Vogtlandkreis. Ich bin heute wieder zusammen mit Jan unterwegs. Für alle Leute, die das Video auf dem Jan seinem Kanal gucken, ihr werdet meinen Kanal sicherlich auch irgendwann mal sehen. Wir sitzen hier im Eingangsbereich von einem wasserführenden Stollen. Wir haben die Wadhose an, wir haben die Helme auf. Wir haben mega viel Licht dabei. Und wir machen heute ein kleines Testvideo. Wir werden einfach das Videomaterial vom Jan und von mir zusammenschmeißen und schauen einfach mal, was rauskommt. Ich denke, das wird ganz gut. Ich denke auch. Wird eine geile Geschichte. Wir gehen jetzt schwimmen. Ja, so Wasserstand 1,20 Meter vielleicht da hinten. Da wird's kalt. Auf geht's. So. Jetzt sind wir im Inneren angekommen. Schaut mal. Das klare Wasser sieht nicht mega aus. Ist das Ding wasserdicht? Ja, ne? Der Griff? Ja, aber es ist nicht halt, ne? Ja. Da rein geht's jetzt. Da rein geht's jetzt. Na, wir kämpfen uns jetzt mal vor, ja. Oder? Schauen wir mal hier das Wasser, wie das reflektiert. Hier hast du den Kleingang machen, dann kannst du gerne mal vorne weggehen. So, ich melde mich dann wieder. Hier ist zu, da ist zu. Und hier geht's nicht so zu. Und hier ist auch. Wie gesagt, wenn man sich das überlegt, wie die Leute da gearbeitet haben in dieser Höhe, ne? Und wie viel hier auch, dass die gebraucht haben, um ohne Schall. Da ist der Ton wieder am Start hier. Dahinter mir seht ihr jetzt einen Jan, vor mir ist Schluss und ja, Altbackbau, ne? Die haben das ja reingeschägelt. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis sie die Meter drin hatten, die mir jetzt hier so flott in 3, 4, 5 Minuten abgelaufen sind. Aber sieht sehr schön aus, die Decke, Christian, ne? Hier mit dem Kalk von oben. Wir gehen jetzt zurück, da wo die große Tür war. Schauen wir dort nochmal rein. So, da kämpfen wir uns mal wieder vor. Jetzt ist leider alles drüben. Aber am Anfang war es richtig schön klar. Hier seht ihr den Ausgang. Also sind wir jetzt schätzungsweise 50 Meter drin. Hier ist der Abzweig. Und hier geht es weiter. Mal stehen wir hier mal rein. Man sieht auch am Rand, der Wasserstand ist nochmal höher. Das sieht man am braunen Rand. Ne? So, Hände waschen können wir hier. Christian. Kommt jetzt mal hoch. Ja, jetzt haben wir Licht. Aber ich glaube nicht, dass es weitergeht. Da bist du ja fast an der Oberfläche. Nee, ich will gucken, was die angebaut haben. Ach so. Deswegen. Und ob es hier Glitzersteine gibt. Ach so. Nein, das ist nichts. Also hier oben ist Schluss. Ja, wie ihr gehört habt, oben ist Schluss. Das geht vielleicht 5 Meter, 5, 6 Meter schräg hoch. Unser Kollege kommt jetzt wieder runter. Herr Dr. Dehler, schaut mal in seinen Kanal. Und heute machen wir mal ein Gemeinschaftsvideo mit ihm zusammen. Ja. Aber gut, dass wir mal reingekrochen sind. Ne? Das ist immer von Vorteil. Man muss ja alles abkunden, ne? Wenn man schon mal da ist. Na wenn, dann fahren wir 100%. Ja, die 100% Sicherheit auch. So. Hier sehen wir eine Art Lagerraum. War ja dein Lagerraum. Als Altbergbau zum Lagerraum verwendet worden oder was auch immer. Und hier sind noch Holzreste. Und Holzreste sind hier. Gut. Wir fahren weiter und weiter. Aber man sieht deutliches Altbergbau hier. Das ist wirklich. Kleine, schmale Gänge. Gar nicht dran zu denken, wie die hier drinnen gearbeitet haben. Stundenlang, wochenlang, jahrelang.
immer einen Helm aufsetzen, ich habe es gerade gehört, angesteckt, angestoßen. Oh, hier haben sie hier ein Gerüst reingebaut und haben abgebaut. Ja. Ich glaube, da hinten war dann auch Schluss. Aber ich gucke trotzdem nochmal hin. Es ist halt eng. Du kannst da halt sagen, was du willst. Aber Platz ist hier drinnen keiner. Wer sich übrigens fragt, was ich für einen geilen Helm auf habe, das ist die neue Saisonfarbe. So. Ich hätte es aber schon mal hier. Siehst du den Wasserstand? Ja. Hättest du dich aber auch nicht hinsetzen können mit Badstiefeln. Ja, geht schon. Guck. Dann ist es ein nassen Arsch. Guck. Damit Badhose geht's. Kleiner Rest im Wasser. Versuch's mal. Ja doch, man sieht's. Richtig geile Vermoosung. Das hält richtig krass. Hängen alles solche Fäden von der Decke. Das ist schon Wahnsinn, dass alles nebeneinander symbiose zusammenlebt. Eine Spinne, Mücken, Falter. Die haben ja eine WG. Ja. Oh, hier oben, oh, hier. Die Höhlenspinne ist übrigens die größte in Deutschland. Hier, ja. Die und die am ekligsten aussehendste. Guck hier, die ist ganz giftig. So, wir sind jetzt wieder am Ausgang. Hände sind auf jeden Fall gut durch. Ja, das war's mit der kleinen Befahrung. Mal schauen, ob wir heute noch irgendwelche anderen Schlechtigkeiten anstellen. Das könnte natürlich passieren. Und wenn nicht, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.